Ein deutsches Märchen. Der magische Ring. Vor langer, langer Zeit lebte ein mächtiger König namens Salomon. König Salomon hatte einen Berater namens Benaja, dem er vertraute. Benaja war nicht nur ein treuer, weiser Helfer des Königs, sondern sein liebster Freund, und das ganze Königreich wusste von ihrer Freundschaft. Eines Tages, als der König und seine Höflinge einen Ausflug in den Wald machten, »Seht, ich habe diesen besonderen Sattel für unseren König besorgt. Ich habe ihn extra anfertigen lassen und den ganzen Weg gebracht aus Russland.« »Für den König? Aber warum Russland? Ich würde zur Sonne und zum Mond reisen.« »Benaja, niemand kann zur Sonne und zum Mond reisen.« »Aber wenn König Salomo mich darum bitten würde, würde ich es tun.« »Du gibst nur an. Prahlerei. Habt ihr nicht gesehen, dass ich noch nie bei einer Mission versagt habe, auf die mich der König geschickt hat? Ich habe seine Hoheit noch nie enttäuscht, und das nur wegen meiner Freundschaft, meiner Treue zu ihm. Ich würde mit Vergnügen mein Leben für ihn geben.« Dem König, der den Wortwechsel hörte, gefiel das nicht. »Ach, ich hätte nie gedacht, dass mein Benaja so egoistisch ist. Eine solche Prahlerei in meinem Namen? Ich muss ihn zurechtweisen.« Man sollte Freunde nicht auf die Probe stellen, die ihre Liebe und Treue bewiesen haben, was Benaja zweifelsohne tat. Aber König Salomon hatte Benajas Loyalität, Freundschaft und Opferbereitschaft mit Arroganz verwechselt, also rief er Benaja zu sich. »Ah, Benaja, ich habe mich gefragt, ob du etwas für mich tun kannst.« »Sage mir nur, was dein Wunsch ist, und ich werde alles tun, was nötig ist, um ihn zu erfüllen, Majestät.« »Ich habe von einem Ring gehört, der einen glücklichen Mann traurig und einen traurigen Mann glücklich machen kann. Er lässt die Reichen die Stirn runzeln und die Armen lächeln. Ich wünsche ihn zu besitzen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Kannst du ihn für mich finden?« »Denke gar nicht mehr darüber nach. Ich werde bis ans Ende der Welt gehen, um ihn zu finden, wenn es denn sein muss.« »Nicht zu Sonne und Mond, hm?« »Auch das, Eure Hoheit? Darf ich gehen?« »Ja, viel Glück. Sehr bald wirst du mit leeren Händen zurückkehren, denn einen solchen Ring gibt es nicht. Und das wird das Ende deiner Prahlerei sein.« Benaja fragte den Juwelier im Königreich nach dem seltsamen Ring. Aber keiner von ihnen hatte davon gehört. Einige lachten ihn sogar aus und hielten ihn für einen Narren. Als er den nicht existierenden Ring nicht fand, ging er in andere Königreiche und andere Länder. Viele Monate und Jahre verstrichen. König Salomon schämte sich. »Geht, bereist die Welt und findet mein Benaja. Bringt meinen treuen Freund zu mir zurück. Sagt ihm, dass ich ihn auf eine närrische Mission geschickt habe und dass es keinen solchen Ring gibt. Ich hätte seine Treue nie auf die Probe stellen dürfen, und bittet ihn, mir zu verzeihen.« Die Armee des Königs brach in verschiedene Richtungen auf, um nach Benaja zu suchen. Aber selbst wenn sie ihn gesehen hätten, hätten sie ihn nicht erkannt, denn Benaja war schwach und müde geworden, weil er den Wunsch seines Freundes nicht erfüllen konnte. Eines Tages, als er sich unter einem Baum ausruhte, kam ein Junge dorthin, der etwas suchte. Benaja saß und beobachtete ihn. Plötzlich kam ein Mädchen aus dem Haus und rief nach dem Jungen. »Was machst du denn da?« »Ich suche deine Haarnadel.« »Ich habe sie im Haus verloren.« »Du suchst an der falschen Stelle. Du suchst an der falschen Stelle.« Der Satz rüttelte Benaja auf. »Du schaust immer noch an der falschen Stelle.« »Das ist's. Ich suche an der falschen Stelle. Ein Ring, der die glücklichen Menschen traurig und einen traurigen Menschen glücklich machen kann. Ein Ring, der die Reichen die Stirn runzeln und die Armen lächeln lässt. Das ist kein Ring aus Gold und Juwelen, sondern etwas Tieferes. Es ist ein Ring der Weisheit. Kein Juwelier wird ihn haben. Nur die weisen Lehrer, Philosophen, Meister und Seher, die können sein Geheimnis kennen.« So suchte Benaja nun Lehrer, Meister und Seher auf, um sie zu fragen, ob sie einen solchen Ring kennen.
Einige lächelten ihn an, einige hielten ihm lange Vorträge über das Leben, aber keiner schien von dem Ring zu wissen. Eines Tages, als er in einer Höhle mit einem Lehrer sprach, »Oh, Benaja, ich weiß nichts von dem Ring, aber so viel kann ich sagen. Eines Tages muss jede Lebensphase, jede Reise enden. Benaja, geh zurück nach Hause. Dein Freund muss dich so sehr vermissen.« Aber Benaja hörte den Rest von dem, was der Lehrer sagte, nicht. Eines Tages muss jede Phase des Lebens, jede Reise enden. Eines Tages muss jede Phase des Lebens, jede Reise enden. Das ist es! Das ist es, wonach ich gesucht habe! Vielen, vielen Dank! Benaja machte sich auf die lange Reise zurück in sein Königreich. Er ging schnell zu einem Juwelier, kaufte einen Ring aus Gold und bat ihn, einige Worte darauf zu gravieren. Dann brachte er den Ring zu König Salomon. Der Thron meines Benaja ist leer. Warum habe ich ihn auf diese unmögliche Mission geschickt? Unmöglich? Wieso? Ich habe den Ring gefunden, mein Freund. Ich habe ihn gefunden. Benaja, bist du es? Bist das wirklich du? Oh, mein Freund, es tut mir so leid, so leid. Da bist du wieder. Hier ist der Ring. Er wird den glücklichen Mann traurig und den traurigen Mann glücklich machen. Er wird den reichen Stirn runzeln und die Armen lächeln lassen. Probiere ihn. Dieser Kaufmann hat gerade 20 Schiffe voller Ladung im Hafen liegen. Und er hat Tausende von Dukaten verdient. Heute ist er einer der reichsten Männer in deinem Königreich. Und dieser Mann hier, dem ging es früher gut. Aber ein Feuer verbrannte seine Lagerhalle und alles, was er besaß. Heute ist er krank und unglücklich. Nur zu, Eure Majestät, gebt ihm den Ring. Lest, was darauf steht. Lest, was darauf steht. Ich danke Ihnen. Ich fühle mich besser. Benaja, nur du konntest mir eine solche Weisheit bringen. Ich danke dir. Aber was steht auf dem Ring geschrieben, Eure Hoheit? Dass einen glücklichen Menschen traurig und einen traurigen Menschen glücklich macht, dass den Reichen die Stirn runzeln und den Armen lächeln lässt. Lies ihn für alle. Jede Phase des Lebens muss enden, ob Freude oder Elend. Eines Tages wird auch dies vergehen. Von nun an werde ich diesen Ring immer tragen, um mich daran zu erinnern, bescheiden und dankbar für alles zu sein, was ich habe. Denn wie alles im Leben wird auch dies eines Tages vorübergehen. Ist das nicht wahr? Wir müssen in Schwierigkeiten hoffnungsvoll und in Erfolgen bescheiden sein. Denn ob Schwierigkeiten oder Erfolge eines Tages, wird auch das vorübergehen. Der Coronavirus hat große Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Und ja, wir alle sind unsicher und haben Angst. Aber denkt daran, auch das wird vorübergehen. Also seid glücklich, seid hoffnungsvoll.